Jawohl. Sehr schön. Voll geil. Auch wenn diese Zone verlassen ist, wird sich die Nachricht schnell verbreiten, dass du einen Teil unserer Stadt zurückgeholt hast. Hoffen wir, dass es andere ermutigt, deinem Beispiel zu folgen. Genau da, wo ich spawne, ist natürlich sofort ein Schiff, was mich... natürlich, ist klar. Selbstverständlich. Kann ich mir irgendwie... Kann ich mir irgendwie gar nicht... Hä? Okay. Sehr merkwürdig. Weißt du, da spawnst du da und direkt das Schiff ist über dir. Das ist doch irgendwie, ne? Naja, gut. Naja. So, dann gucken wir mal. Wir haben schon wieder Besuch in der alten Kirche. Da möchte uns jemand besuchen kommen. Was? Guck mal hier, was ich für dich habe. Kann ich das hacken? Hui. Jawohl. Was bist du denn? Komm her. Ah, ich lass mich schon wieder ablenken. Das ist nicht so schön. Okay. Nein, ich möchte gerne die Granaten wieder wählen. Ich lass mich schon wieder viel zu sehr ablenken. Ich möchte nämlich hier mal kurz runter. Auch wenn die gerade auf mich schießen. Denn, ja, ich möchte doch gerne... Ich möchte doch gerne ganz in Ruhe... Ohne Stress hier raus. Mit dem Motorrad natürlich. Hallo. Tschüss. Ich hab keine Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Denn ich möchte mal ganz schnell auf die... Ganz schnell auf die Karte gucken, wo hier das nächste Radio ist. So, warte mal. Hier oben haben wir schon mal alles geklärt soweit, ne? Genau. So. Das nächste Radio wäre jetzt hier. Da müssen wir eigentlich von der Mission... Ah, für die Mission müssen wir dahin, okay. Da können wir die Gebiete ja klären. Die Radios jetzt erstmal machen. Wo ist das? Ah, hier. So. Motorrad fahren mit Marzipan. La 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 la. Motorrad fahren mit... Alter. Mit Marzipan. Vorsicht! Stand im Weg, Entschuldigung. Konnte nichts für. Ah, hier. Natürlich ist das Radio oben. Wahrscheinlich steht es hier im... Hä? Was denn jetzt? Das Radio soll da sein. Aber oh, ah ne, hier ist es. Wollte schon sagen. Oh, oh, wie mies. Hier bin ich. Hallo, ihr Idioten. Hier, Vollidioten, hier bin ich. Vollidiot. So, dann gucken wir nochmal. Ja, würde ich sagen, vergessener Pack. Vergassener vor allen Dingen. Ich glaube, verlassener Parkplatz ist so heiß. Es geht, fahren wir mal hin. Ist direkt um die Ecke. Tyrannimo. So, das wäre hier unterirdisch. Anscheinend ist es unterirdisch. Wahrscheinlich in der Nähe gibt es ein unterirdisches Parkhaus, das voll von gefährlichem Gas ist. Ja. Wenn du einen Weg finden kannst, diesen Ort zu sichern, hätte der Widerstand einen nützlichen Standort für Einsätze in der Zone. Schön. Sag mir nur erstmal, wie komme ich denn wahrscheinlich hier? Wie komme ich denn in das Parkhaus rein? Wahrscheinlich hier, vermute ich mal. Alter, wie cool das aussieht. Verdammte Axt. Kann ich einfach rein... Oh, oh. Ich habe schon gesehen, was da rumfährt. Solange da nicht so ein Kackmonster kommt, so wie bei The Evil Within, ist mir das egal. Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Was muss ich denn hier machen? Hä? Ich muss wieder nach oben? Warum das denn? Hallo?
Hab mich nicht bemerkt, Alter, was? Aber was muss ich denn... Was muss ich denn hier machen? Muss ich die Pfeiler hier sprengen oder was? Aber die Pfeile zeigen jetzt wieder nach oben. Oh nein, wenn der uns sieht, ne? Wir sind so gefickt. Über den Smart kletter ich erstmal hier rauf. Ich frage mich, was wir da machen sollen. Ach, in der mittleren Etage wahrscheinlich hier. Hä? Okay, ich bin etwas verwirrt, was die Karte angeht. Kann ich hier irgendwas machen? Was? Verbrenne die Gasansammlung, bevor du den Gasfluss unterbrichst? Aber was denn für eine... Was für eine Gasansammlung verbrennen? Hier geht's, hier hätte ich wahrscheinlich der normale Weg gewesen, wäre hier wahrscheinlich rein. Aber welche Gasansammlung? Oder muss ich da einfach drauf ballern? Hallo. Stirb! Stirb! Warte mal, ich probiere mal was. Na. Hui! Nein, das war nicht richtig. Ja, was heißt denn verbrenne die Gasansammlung? Was soll denn das heißen? Ich verstehe es gerade. Uah. Na super, jetzt hat mich der Roboter gesehen. Klasse. Alter, was? Oder muss der auf mich ballern? Hier, schieß auf mich. Hallo, hier, hier, hier. Ah, Tatsache. Ich muss den... Alter, uah. Ich muss den dazu bringen, auf mich zu schießen, damit er hier das Gas entzündet. Ach, das ist ja cool. Hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die scheiß Drohne ist ja auch noch da. Hier bin ich. Hallo. Roboter Nummer 5. Ich bin hier. Hier. Ah, sehr schön. So, jetzt können wir das Gas zerstören. Oder abdrehen. Aua, hör auf. Lass das. So, ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht hinterhergefahren. Das wäre nämlich nicht so schön. Vergaster Parkplatz. Ich hab's doch richtig gelesen vorhin. Stand da doch wirklich vergaster Parkplatz. Ich wollte das erst nicht vorlesen, aber ja gut. So. Sehr schön. Das Gas ist verschwunden. Jetzt kann ich meine Leute hinschicken, um das Gebiet einzunehmen. Das sollte sich als nützlich erweisen, wenn wir die KVA angreifen. Gute Arbeit, Brady. Yep. Ich habe noch ein bisschen Munition und Medikits mitgenommen. So. Dann schauen wir doch mal. Ja, dann gucken wir doch mal. So. Was machen wir als nächstes? Das ist vielleicht nochmal ein Radio, was in der Nähe ist. Vielleicht hat man da. Ja, das ist doch super. Guck mal an. Das müsste in die Richtung sein eigentlich. So. Ach, wie schön. Es ist wieder taghell, Tageslicht draußen. Taghell vor allen Dingen. Hallo, meine Freunde. Ihr seid so blau. Blau, 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 Blüte, NC, ja. Ropopopopo. Ropopopopo. Also ich glaube... Hallo, ich will da rauf. Verdammt, da kommst du mit dem Motorrad drauf. Oder? Nee, nicht. Hier kann man auch hochlaufen. Ich hab schon irgendwie gedacht, das klappt nicht oder so. Naja, gut. So, da gucken wir mal. Machen wir noch eben hier die letzten drei Basen, würde ich sagen. Wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Dann,
haben wir das auch hinter uns. Und dann können wir ganz entspannt die Story-Mission weiterspielen. Voll geil. Feier ich. Und wir haben die ersten Radios natürlich. Und wir müssen die Fahrzeuge auch noch zerstören. Hallo. Scheiß Kackkrone. Na, ich sehe nicht, ich sehe. Boah, das Aiming, ne, ist so schwer. Oh, ein Sniper da hinten, den müssen wir ja auch noch erledigen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Sitzt er da hinten nicht? Okay. Das war... Alter! Das gibt's doch nicht. Der verkackte Drecksack da. Ist ja unfassbar. Wo ist der Sniper? Verdammt, ich muss den Sniper, ich muss den Sniper kriegen. Wir hatten in diesem Gebiet einmal eine Sprengfallenwerkstatt. Die KFA hat sie eingenommen, aber wenn du sie sichern kannst, wird sie wieder zum Laufen bringen. Eine Sprengfallenwerkstatt. Klingt aufregend. Sollten wir uns mal anschauen, auf jeden Fall. So. Ich heiße Lars und komme vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, ist bei uns voll krumm. Unsere Ingenieure haben dieses alte Taxidepot als Werkstatt genutzt. Hä? Bis die KVA sie vertrieben hat. Hat er nicht gerade noch irgendwas erzählt von... Ach so. Ein Prototyp eines gepanzerten Fahrzeugs gearbeitet. Ach, das war noch eine... Ach so, das war noch eine versteckte Basis. Geh dort hinein. Sieh nach, ob du den Ort wieder zum Laufen bringen kannst. Ach, ja, ich will erst... Hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen können, sollten sofort aufbrechen. Ja, gerne. Bin dabei. Alter. Geh weg mit dir. So. Na. Oh, ich sollte mich heilen. Alter. Ha. Wo ist er denn? War es das jetzt? Das muss es doch gewesen sein, wa? Ja, halt mal meinen Rücken frei. Das war's doch hier, oder? Das muss doch... Hallo, das muss doch gewesen sein. Da ist doch keiner mehr. Hallo, hier ist nichts mehr. Und vor allem, was für ein Lager? Hier ist nichts. Hier ist bestimmt nichts drin. Hier ist nichts. Oh ja, Lager mit Schubladen wahrscheinlich. Ich hab's vergessen. Entschuldig bitte. Beschiss den Widerstand. Ja, hab ich doch. Hab ich doch getan. Ist es jetzt fertig? Hab ich's jetzt abgeschlossen oder nicht? Anscheinend nicht, anscheinend, okay, ich geh jetzt einfach mal weg, vielleicht, löst sich das gleich auf, mal gucken. Jetzt gehen wir mal oben in diese Werkstatt und, gucken mal, dass wir die befreien. Da ist die Treppe. Sieht verlassen aus, aber muss ja nichts heißen. Hier komme ich gar nicht rauf, haha. Hier kommt schon jemand im Gebäude, der läuft da gerade rum. Na, kommt er hier rum? Da ist er. Ich glaube, der hat doch eine Drohne bei sich. Hallo, mein Freund. Na, wie schaut aus? Entschuldigung. Da hat sich das Spiel auch gerade aufgegangen, was die Mission da angeht. Mit diesem Beschütze, den Widerstandsschmuggler. Man weiß es ja nicht. So. Können wir die Batterie noch mitnehmen? Nein. Weißt du, wir benötigen eine Batterie zum Craften und sowas alles hier. Ein Tralala. Aber der nimmt eine normale Batterie, Autobatterie nicht mit. Obwohl wir eine Autobatterie eigentlich bräuchten und so.
Okay. Dann gucken wir mal. Sind wir hier alleine? Sieht zumindest nicht danach aus, als wären wir hier, als wären wir hier alleine. Wie kriege ich diese Tür auf? Huch. Halt den Bubble. Es ist vorbei. Hab ich dir gesagt. Wie kriege ich denn bitte die Tür auf? Muss ich wieder mit so einem Moped rein? Ach nee, warte mal. Na, hier kann man bestimmt später raufklettern oder so. Aber zuerst müssen wir, glaube ich, nach draußen, wenn es so weitergeht. Ja. Das habe ich mir gedacht. Genau hier geht's rauf. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ach so. Willst du mich verarschen? Ich wollte schon sagen. Na, so funktioniert es natürlich auch. So. Aha. Durch Anfassen von einer Werkzeugkaste haben wir die Sprengfallenwerkstatt freigesetzt.